Yeah, wieder on the road. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, einmal kurz Füße vertreten, einmal Pipi machen, das Übliche halt. Und haben jetzt hier wieder so einen Pinienwald entdeckt, immer noch im Nationalpark in der Donana. Und jetzt haben wir hier eine kleine Stelle entdeckt, die ist anscheinend mal verkohlt worden. Da hat es mal gebrannt. Echt irre, die dann trotzdem noch gelegentlich mal so ein netter kleiner Grashalm raussprießt. Was wollten die denn hier? Jetzt habe ich gerade schon einen Schock bekommen. Da sind die ganz langsam am Auto vorbeigefahren, die netten Polizisten hier, und haben sich die Solarzelle angeguckt und irgendwie sind sie wieder zurückgefahren, als wir hergekommen sind. Haben mich kurz gefragt, wohin wir fahren und ob das ein Campingcar ist und ein Zelt. Und haben dann nur ganz zustimmend genickt und dann war auch schon gut. Irgendwie, ich hatte gerade schon die Befürchtung von wegen, packen Sie mal alles aus, zeigen Sie mal, wie Ihre Ladungssicherung ist und so weiter und so fort. Also nicht, dass ich da was zu befürchten hätte, aber es wäre halt einfach eine Stunde ein- und auspacken hin und her. Naja, egal. Wir fahren jetzt wirklich weiter, auch ohne Unterbrechung, ohne Polizei, hoffe ich jetzt mal. Und dann sehen wir uns in Portugal wieder. Bis dann! Ach ja, ganz vergessen. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Jackie heute Morgen ja ganz nackig rumläuft. Die hatte noch gar kein Halstuch an. Haben wir jetzt geändert? Sie hat heute das rosa Halstuch an. Schaut mal, wie es aussieht. Wir sind mittlerweile angekommen und zwar stecken wir jetzt in Portugal in der Nähe von Tavira. Mein Job ist jetzt erstmal das Gewicht im Anhänger etwas zu reduzieren, indem ich da den ganzen Sand hier wegmache. Ja, so sieht es aus, wenn man ein paar Wochen unterwegs ist und campt. Alles ziemlich dreckig. Auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz, wo wir jetzt gerade gelandet sind, sieht es etwas nach, naja, nennen wir es mal Wohnmobilparkplatz aus. Deswegen sagte ich ja vorher Stellplatz, weil irgendwie alles geschottert, ein Wohnmobil neben dem nächsten. Nichtsdestotrotz können wir trotzdem tolle Sachen machen. Und wir gehen jetzt eine Runde auf einen Ausflug. Los geht's, komm mit!
Weg zu unserem heutigen Ziel erzähle ich jetzt einfach mal ein bisschen was über den Straßenverkehr, wenn wir jetzt hier gerade schon an der Straße dran sind. Wie ihr seht, neben mir die blaue Linie, das ist der blaue Streifen, das ist die Fahrradspur. Die ist hier anscheinend extra ausgeschildert. Ganz wichtig, in Portugal besteht Tagfahrlichtpflicht. Sonst sind die Verkehrsregeln ziemlich gleich. Einziger Unterschied mit kleinen Gespannen aus Ort 70. Und man möchte auch manchmal nicht schneller fahren als 70. Auf Bundesstraßen 80, sonst 90 auf Autobahnen. Die Spielplätze hier, und ja, es gibt welche, sind alle in solche Zäune eingefriedet. Also irgendwie, manche davon sehen aus wie so kleine Laufställe. Ich finde, Kinder brauchen Platz. Und zwar ein bisschen mehr Platz als nur eine Schaukel und ein Klettergerüst. Und 5 Quadratmeter außen rum. Vielleicht eher so wie hier. Aber ich glaube, das hier wurde schon lange nicht mehr benutzt, weil, so wie ihr da hinter mir seht, da wachsen selbst schon die Büsche neben oder in den Spielgeräten. Schade. Was mir in Portugal ziemlich schnell aufgefallen ist, und ich meine, ich bin jetzt nicht mal 24 Stunden hier, aber es liegt fast kein Müll rum. Schaut euch das mal an. Also so ein Platz wäre in Spanien schon längst vollgemüllt worden. Und das finde ich echt gut hier. Es ist einfach irgendwo sauberer. Auch habe ich das Gefühl, die Häuser sehen viel gepflegter aus, viel neuer. Vielleicht hat Spanien das Geld von der EU in die Straßen gesteckt und Portugal eher in die Häuser und nicht in die Straßen, weil die sind, naja, nicht ganz so doll. Seht ihr den schönen Baum hinter mir? Dieser schöne Baum ist kein Baum, sondern ein Sendemast. Aber eine coole Idee, vor allem das so urban irgendwie einzubinden, hat was. Gedacht, wir kommen irgendwie auf diese Inseln da drüben rüber, aber der Ticketstand hat schon geschlossen. Der Grund dafür ist, die fahren hier nur morgens um 9 ab und kommen 17 Uhr wieder zurück, und das war's auch schon. Das heißt, man kann den ganzen Tag dort verbringen, aber so einen halben Tag leider nicht. Ja, mal schauen, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Ja, ja. Wir haben es eine zweite Bootslinie entdeckt, eine Fähre, die hier rüberfährt, aber die fährt auch schon um 10. Und zusätzlich nehmen die nicht mehr Tiere mit. Boah. Laune im Keller gerade. Na egal. Wir gehen jetzt ein bisschen am Strand spazieren. Der Strand ist, wie ihr seht, echt klein. Aber es muss ausreichen. Ein Riesenunterschied zwischen Spanien und Portugal sind die Sprachkenntnisse der Menschen. Ich habe das Gefühl, hier spricht jeder Zweite, wenn nicht sogar noch mehr, Englisch. Und das fast durch jede Altersschicht. Also so gefühlt läuft man hier auf Kleingeld. Weil der ganze Strand ist übersät mit mini kleinen Muscheln. Also ich glaube, der Strand besteht eigentlich aus Muscheln. Ganzen, halben, Viertel, Achtel oder noch kleineren Bröseln. Und es hört sich echt an, als würde man auf Kleingeld rumlaufen, wenn man hier drauf läuft. Und ich habe auch so das Gefühl, dass diese Hälfte vom Strand hier, also die auf Festlandseite, eigentlich genauso schön ist wie die andere Seite. Das heißt, wir verpassen wahrscheinlich nicht allzu viel, da wir jetzt nicht auf die Insel rausgekommen sind. Aber schade ist trotzdem. Das hätte ich mir schon gerne gegeben.